Gut, nachdem wir den sportmedizinischen Checkup absolviert haben und die richtigen Trainingsbereiche festgestellt hat, geht es nachher in die Trainingsplanung, in die Trainingsumsetzung. Und da unterscheiden wir drei Bereiche. Die erste Phase ist die Winterphase, in der wir uns jetzt befinden. Die geht so bis Ende Februar, Anfang März. Dann die spezielle Vorbereitung geht so in etwa 3 Wochen bis zum Ironman und die Tapering-Phase dann bis zum 1. Juli. Schauen wir uns einmal jetzt genau die allgemeine Vorbereitung an, also die Winterphase. Da geht es darum, und das sind zwei Merkmale wesentlich. Das eine Merkmal ist, der Sportler sollte immer das Gefühl haben, er ist unterfordert, macht einfach zu wenig. Dadurch werden sozusagen die Kraftwerke in der Schwimmrad- und Laufmuskulatur verbessert und gebildet, beziehungsweise auch mehrere Blutgefäße. Die Mediziner sagen dazu, diese Mitochondrien züchten bzw. Kapillarisierung. Und das zweite Merkmal neben der Unterforderung ist dann diese Koordination, also Verbesserung der Kraft-, Dehn- und koordinativen Komponente. Das ist ungefähr so vergleichbar, wenn man einen Unternehmer hernimmt, Ironman, und der hat eben viele Muskeln, und je besser diese Muskeln zusammen koordinieren, desto fitter, gesünder und schneller ist man auch im Ziel, im Ironman-Ziel. Und über dem Ganzen stülpt man sozusagen diese Individualität, die dann individuell auch angepasst ist auf jeden Sportler. Ein interessanter Tipp ist auch, oder eine interessante Geschichte ist auch das nüchtern Training, das heißt auf nüchternen Magen, vielleicht vorher ein bisschen eine Flüssigkeit trinken, einen Tee trinken, dann auf nüchternen Magen trainieren zu gehen. Da gibt es auch ganz klasse Studien, wo Sportler um ein Drittel schneller die Grundlage aufbauen als Leute, die vorher immer essen. Auf keinen Fall sollte man sich Stress auferlegen im Winter, das heißt, die Tage sind kürzer und da kann es natürlich schon passieren, dass man vom Arbeiten nach Hause kommt und dann gleich hartes Training macht. Also das sollte nicht unbedingt der Fall sein, da eher regenerativ auslaufen gehen, das ist ganz, ganz wesentlich. Ja.